Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sleeping Gods. Im letzten Part haben wir Lynn's Grove angefahren und haben in dem Stück Wald hier ein etwas auf einem Holzstumpf gefunden, was wir zurückbringen müssen. Der oder die Person sagte, dass er in der Nähe wohnt, auf einer Insel mit Felsen. Und da habe ich natürlich angenommen, dass es eventuell die 127 ist, bis wir festgestellt haben, huch, hier oben sind Hütten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es weder hier oder hier ist, ist dementsprechend deutlich höher. Stattdessen haben wir einen Geist auf unserem Schiff aufgenommen, der nach Porthaven möchte. Und ich war mir nicht mehr sicher, ob das jetzt unsere erste oder unsere zweite Aktion war. Ich habe aber noch einmal das Ganze rekonstruiert und bin zu dem Schluss gekommen, wir haben jetzt einen vollständigen neuen Zug. Und genau an dieser Stelle machen wir weiter. Das heißt, wir wollen jetzt hier diese zwei Schritte abfahren. Uns hier immer noch eine der Säulen angucken und dann können wir eventuell probieren, nach Porthaven zu fahren, um den Geist wegzubringen. Das ist in etwa so der Plan, wie ich mir gerade vorstelle, wie wir erstmal weiter verfahren werden. Des Weiteren habe ich einmal unsere ganzen Quests in alphabetisch geordnet, dass wir, wenn wir nach Keywords gefragt werden, eventuell ein bisschen schneller die Sachen finden, vor allem wenn wir jetzt noch mehr kriegen über die Zeit, dass das weniger Zeit beansprucht. So, und damit können wir aber auch schon dann direkt weiter losfahren. So, wir haben zwei Karten auf der Hand und drei Command. Haben gerade nicht. Na doch, wir haben einen hier drüben und einen da liegen. Haben wir noch Schaden? Ja, theoretisch auch. Wir haben auch genug Ressourcen. Ich würde mal sagen, dann gehen wir in die Krankenstation. Ziehen eine Karte. Inspire. Und dann drei hiervon. Und dann heilen wir einen Schaden von Meg. So, mit dem Inspire können wir Low Moral entfernen. Wir werden die auch gleich einmal anlegen schon, weil die nur einen kostet. Und dann können wir nämlich aus Laurent einen 3-2er quasi machen. Das heißt, wir haben jetzt bei ihm durch seine Levelkarte dreimal die Eigenschaft Savvy und zweimal Awareness. Okay. Und was wir übrigens auch mal zwischendurch benutzen können, wir können die Lucran Steam Engine benutzen, um mal auch eine deutlich größere Strecke zurückzulegen, ohne dass wir hier permanent Aktionen fürs Fahren verschwenden müssen in dem Sinne. So, aber wir machen erstmal mit dem Event weiter. Hunting Sharks. Three sharks pursue a small whale. Slay the sharks, strength 6, or leave the whale to fend for itself. Können wir überhaupt noch? Ja, wir können noch Fleisch nehmen. Stärke 6. Ich kenne da den Mann, der nicht mehr ganz so stark ist, weil er ja leider seine Karten verloren hat. Aber der theoretisch stark wäre. Und da Marco jetzt auch schon ein bisschen pumpt hat seit dem ersten Durchgang, ist der auch ein bisschen stärker. Und wir ziehen dementsprechend mit 2, 2 auf die 2. Eine 4. Wir haben es geschafft. Moment, wir haben es geschafft. Wir kriegen zweimal Fleisch. Und haben jetzt unsere zwei Aktionen. Das heißt, erste Aktion ist Travel. Wo wir könnten theoretisch zwei fahren. Wollen wir pokern, dass es diese Hütte ist und das überspringen? Andererseits, wenn es dann doch ist, müssen wir nochmal zurückfahren. Wir machen es auf die sichere Art und Weise. So. Jetzt haben wir hier auch wieder einen Gewitterblitz. Wir müssen also durch den Sturm manövrieren und wir ignorieren das tatsächlich und nehmen den Schaden. Wir ziehen aber trotzdem, falls wir doch eine 6 ziehen. Nur eine 1, aber die ist dann folglicherweise weg. Das heißt, wir kriegen jetzt einen schönen Blitzschlag. Und dann ziehen wir, wo wir getroffen wurden. Okay, das ist jetzt sehr
sehr witzig irgendwie. Ah, ist das unlucky. Unsere Brücke wurde getroffen, aber natürlich 616. Ich meine, was, man kennt es nicht. Gut, das war unsere erste Aktion und dann können wir uns auch schon direkt mit unserer zweiten Aktion die 155 angucken. Das heißt, wir ploppen das einmal auf und dann können wir mal fix zur 155 scrollen. So. You land in a small wooded area. Search for the Scholar's Cabin. Requires Cured Heretic. Die Antwort ist nein. Haben wir nicht. Also ist die andere Option Search the Woods for Supplies. Perception 6. Okay. Da wir da verlieren, irgendeine Negativkonsequenz haben, wenn wir es nicht schaffen, würde ich mal sagen, wir probieren das tatsächlich. Brauchen wir Auge. Das heißt, wir haben hier schon mal einen Wert von 2. Wir nehmen noch. Wir ziehen auch die 3. Wir haben theoretisch hier einmal neu ziehen. Wir haben hier neu ziehen. Und falls wir eine 1 ziehen, können wir das mit Hasumi auch neu machen. Das heißt, jetzt haben wir 3. Wir ziehen auf die 3. Haben eine 3. Das waren jetzt sehr viele 3 innerhalb von einem Satz. Aber wir haben es geschafft und können dementsprechend auf die 155 8 wechseln. You trace through the woods for a few hours, but find nothing useful. Return to the ship. Okay. Ach nee, Moment. Das war das Fail. Ups. Mein Fehler. Wir müssen natürlich zur 9. You come across a fallen tree. It's the work of a few hours to turn it into something usable. Wir kriegen 2 Material und zurück zum Schiff. Okay. Das heißt, wir haben jetzt 6 Holz. Wir müssen unsere Ressourcen irgendwie loswerden. Am liebsten wäre es mehr, wenn wir das verkaufen könnten irgendwo. Aber mal schauen. Das heißt, das war tatsächlich schon unser gesamter Zug und dementsprechend haben wir was zum Reparieren? Nee. Haben wir nicht. Dann machen wir mal Folgendes. Wir legen diese Karte an Audrey an, falls ein schlechtes Event später kommt. Und wir werden jetzt Gloria mal benutzen, um uns mal ein paar gute Karten hier rauszuziehen, denke ich. Aber nicht sofort, sondern wir nehmen nochmal die Quartiere. Dann können wir nämlich das wieder kriegen und das. Und dann kriegen wir noch einen dritten. Eine Ability-Karte. Das ist doch schön. Das ist. Also wir haben sehr viel Cunning theoretisch. Aber das Problem ist, das wollen wir eigentlich gar nicht. Okay, dann müssen wir noch einmal kurz im Regelwerk nachgucken, wie das mit dem Handkartenlimit ist. Ob wir nicht ziehen dürfen oder abwerfen müssen. Handlimit 7. So. Each player has a hand limit of 3. If after drawing your ability cards exceeded the limit, you must discard. Okay, wir können also auch mehr haben. Dann machen wir das auch. Wir werfen einen auf Gloria. Und die gute Gloria gibt uns jetzt einfach mal 2 Karten. Und dann werfen wir diese 4 einfach ab. Bandage. Oder einfach ein Auge. Einfach ein Auge hört sich tatsächlich gar nicht mal so verkehrt an. Wir legen also quasi einmal ein Auge an und machen dann mit unserer Schiffsaktion direkt weiter. Nicht mit der Schiffsaktion, mit dem Event. Und es ist auch unser letztes aus dem Korn-Bereich. Heißt, wir genießen das am besten noch einmal. Rotting Leviathan. Carrion birds and schools of sharks circle a huge unidentifiable creature floating on the sea ahead. Navigate away from it, Savvy 6, oder wir kriegen 2 niedrige Moral. Das Problem ist, unser Savvy-Charakter hat schon 1. Ist aber nicht schlimm, wir geben dem einfach noch einen. Dann haben wir einen von 2.
Moment. Wir kriegen auch theoretisch. Nee, das machen wir nicht. Wir nehmen einfach die zwei niedrigen Moral und benutzen dann einen, um einen gleich wieder zu entfernen. Und den anderen kochen wir uns quasi gleich weg. Das heißt, wir legen den jetzt einfach mal hier hin. Und dann kochen wir für drei Sachen. Also einmal Gemüse, einmal Getreide, einmal Fleisch, einem hiervon. Kochen wir uns quasi einmal eine schöne Suppe. Das heißt, wir können drei entfernen. Wir entfernen den von Raphael, von Laurent und von Marco. Und die niedrigen Moral von Audrey. Okay. So, das heißt, die See wird wie immer ein wenig rauer gleich. Und wir haben aber wieder zwei Aktionen. Das heißt, das erste ist wieder, wir suchen einen Schritt zu fahren. Ja, wir ziehen halt einfach immer die Sechsen in dem Moment, wo wir sie eigentlich nicht wollen. Das ist ärgerlich. Eine zweite Aktion gucken wir uns jetzt dann möglicherweise die 137 an. Meist einmal so rum. Und da ist sie auch schon. So. An old hut stands on the shore of a rocky island, close enough to the water to be bathed and sea spray every time a wave hits. The hut is built of gray and weathered wood, like driftwood, but it's sturdily constructed and in good repair, if someone lives there. They're nowhere in sight. In the shallow water, you find an old bronze bell mounted on a wooden pole. A sign nailed on the pole reads, "If you're here to return my trunk, ring once and only once, as thusy." On the island is an old hut and a bell with instructions to ring it once if you're here to return as thusy's trunk. Das ist schon mal gut, wir sind hier schon mal richtig. Search the hut, ring the bell once, ring the bell repeatedly. Wir bimmeln die Glocke, glaube ich, nur eins. Wir wollen ihm ja jetzt quasi seinen Stumpf hier. Ist Trunk überhaupt Stumpf? Nicht, dass ich euch hier gerade was Falsches erzähle. Ja, also es ist ein, also ist der Baum Stumpf. Aber es hat auch theoretisch andere Übersetzungen. Aber ich gehe mal davon aus, dass hier tatsächlich der Baum Stumpf gemeint ist. Okay. Das heißt, wir gehen zur 137.2. The bell rings out far louder than you would have expected from its small size. You feel the sound reverberating through your bones and your teeth buzz. It's not a pleasant feeling. After a moment, a woman walks out of the water. Her long wet hair is a strange greenish color and falls in chunks around her shoulders. It almost gives the impression of seaweed. Ah, Blathreen, Meg whispers to you. When she sees you all on the shore, she cocks her head to one side quizzically. How can I help you? Are you a Zassie? Marco asks. She confirms her identity when you give her the trunk. She looks delighted. I was afraid that I'd never see this again. Thank you for your kindness in returning it to me. I've just been diving for pearls. I must give you some sort of reward for coming all this way to help me, but I can't think of what. Do you have any ideas? What would you like? As Zassie, a Blathreen pearl diver, asks what you'd like as a reward for returning her trunk. Ask for some pearls, ask for whatever is in the trunk, ask for the bell. Oh je, die Glocke ist ziemlich laut. Können wir damit irgendwas? Habt ihr eine Idee, was wir damit eventuell machen könnten? Schwierige Entscheidung. Kann aber auch sein, dass das Baumding irgendwie wertvoll ist. Wir brauchten doch irgendwo das Keyword Sapling, also Setzling. Vielleicht ist in dem Baumstumpf irgendwas drin, was wir pflanzen können, wodurch wir an den anderen Stellen weiterkommen. Also bei den Perlen kriegen wir wahrscheinlich einfach nur Geld. Also oder halt irgendwas, was wir verkaufen können. Das heißt, ich hadere gerade zwischen der Glocke und dem Baumstumpf. Andererseits, wir haben ihr den Baumstumpf gebracht und dementsprechend braucht sie die Glocke jetzt eigentlich nicht mehr. Das heißt, wir sind einfach mal ganz nett und wollen die Glocke haben.
Well, I suppose I don't really need the bell anymore, since I have my trunk back. You can take it, but be careful with it. If you ring it once, it's a great way to contact people over long distances. But if you ring it more than once, it can hurt people. As such, he gives you the bell, but warns you that it can hurt people if you ring it more than once at a time. Wir kriegen eine Erfahrung. Und dann einmal wieder schmal machen. Das ist unser dritter. 85 und die Karte kommt raus. Und wir kriegen Death Bell, eine Glocke. Oh, das ist sogar eine gar nicht so schlechte Waffe. Mit plus 5, das ist ja auf jeden Fall ein garantierter Hit. Die geben wir Audrey. Weil dann kann sie damit jetzt auch gut am Geschehen teilnehmen. Würde ich mal sagen. Und mit den. Und wenn wir an sie halt weitere von den Craft-Karten anlegen, können wir sogar einen ziemlich guten Hit raushauen. Okay, das hat sich ja gelohnt. Und dann sind wir zurück auf dem Schiff und damit ist unser Zug auch wieder zu Ende. Ich denke, wir schaffen noch ein bis zwei Züge, bevor der Part hier wieder endet. Das bedeutet, unsere Leute sind alle quietschfidel. Wir haben hier drüben einen Command und wir haben hier einen Command. Das heißt, okay, da stehen wir leider gerade. Wir wechseln wieder in die Krankenstation. Das sieht jetzt tatsächlich sehr stumpf aus, weil wir zwischen den beiden Sachen hin und her wechseln die ganze Zeit. Aber es gibt die meiste Anzahl an Command-Tokens und eine Ability-Karte. Und wir brauchen gerade tatsächlich keine Ressourcen und nichts. Also würde ich einfach sagen, wir nehmen mit, was wir mitnehmen können. Power Strike. Discard this equipped card when this crew hits for plus one. Ja gut, das können wir aber auch theoretisch, wenn wir es an so jemanden anlegen, auch generell. Okay. Bedeutet, wir müssen den einmal mischen. Und unser erstes Perilous Event in dem zweiten Durchgang jetzt. Ghostly Watchers. Eerie Watchers float above the ship, examining you quietly. Banish the Watchers, Savvy 6, fail, minus 1 health, gain 1 mats, oder ignore the Watchers, gain 1 frightened. Können wir frightened entfernen? Ich glaube, ja, wir können es mit Cunning entfernen und Madness müssten wir mit Essen entfernen. Wir ignorieren sie. Das spart uns ein bisschen an Ressourcen. Beziehungsweise wir legen dann direkt zwei Commands hier auf Kanan, der uns das quasi direkt wieder runterhält. Und dann können wir auch schon weitermachen. Würde mal sagen, wir ziehen und je nachdem, was wir ziehen, fahren wir hier entweder nach hier oder nach hier und gucken uns da jeweils die Stelle an. Das heißt, oder wenn wir plus 2 könnten noch Audrey benutzen, dann würden wir zu 128 kommen. Weil der ist ja schwarz. Also das ist das Einzige, was hier schwarz ist im Vergleich zum Rest. Wir legen einen Exhaustion Marker tatsächlich auf Audrey. Dann ziehen wir. 3, 4, 5. 5 bedeutet 2 Schritte. 1, und als zweite Aktion versuchen wir einmal in eine von diesen Steindingern reinzukommen. The pillar has no pier to dock your ship and no door to enter through. A
but the white walls are covered with carvings of lines and dots in a mysterious pattern. It looks like a musical notation, Audrey says. It's not a system I'm familiar with. It's unique to the Wandering Sea, says Mac. I've seen it before, but I don't know how to read it. You can't find an entrance to the pillar, but it's covered in the carvings of musical notation. Haben wir einen Chor? Und die Antwort ist, glaube ich, nö. Wir haben nur einen Stein. Dann würde ich mal sagen, lassen wir Audrey einfach mal singen und hoffen, gucken, was passiert. Are you sure? Says Audrey. She goes back to her quarters and brings back a worn acoustic guitar. It's been a while since I played, so I might be a bit rusty. She clears her throat awkwardly and launches into rendition of an old folk song. As she thinks and plays, the pillar's walls glow just a little. Something about the light of the pillar refreshes the crew's spirits. But as soon as the song ends, the glow fades and nothing has changed. Sorry, Captain, says Audrey. Maybe it was the wrong song. Audrey's song causes the pillar to glow, but the light fades when the song is over. Perhaps the right song would have a greater effect. Remove one low morale, return to the ship. Nicht das, was wir uns erhofft haben. Schade. Niedrige Morale können wir nicht entfernen. Dann ist der Zug dementsprechend auch schon wieder um. Legen aber noch den einen jetzt wieder an. Passt mal auf. Der geht an Raphael. So. Neuer Zug. Ihr hättet fast schon damit gerechnet. Wir gehen in die Quartiere. Und nehmen diesmal aber die zwei hier von Kanan runter. Und wieder einen dritten für uns. Wobei wir könnten auch in dem Fall nicht in die Quartiere gehen, sondern auf die Brücke. Nehmen wir einen weniger. Wir können die anderen beiden auch gleich mit runternehmen. Zack. Zack. Und einen Grad für uns. Eine zweite Bandage. Okay. Dann einmal unser Event. Rats. A swarm of rats infests the cargo bay. Exterminate them. Cunning 7. Oder ignore the rats. Place this card next to the shipboard until you reshuffle the event deck. Each time you draw fate 1 oder 2 when traveling, you lose 1 foot. Okay. Jetzt ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Wir... Wie viel Leben verlieren wir, wenn wir es nicht schaffen? Hier. Okay. Wir haben 3. Das heißt, jetzt müssten wir noch eine 4 ziehen. Wir können noch eine Karte abwerfen. Wir erschöpfen aber noch anderen einmal. Dann haben wir 3 hier. Wir müssen also auf die 3 ziehen und dann bleiben wir auch dabei. Okay, geschafft. Damit sind die Ratten Geschichte. Okay, wir müssen, das ist die Frage, müssen wir von hier nach hier 2 oder 1 Schritt machen? Ich würde mal sagen, wir brauchen 2 Schritte und das wiederum bedeutet, wir benutzen 2 Command Tokens dieses Mal, um in die Nebelbank zu fahren und dann nehmen wir eine niedrige Moral und die legen wir auf Gregory. So. Weil jetzt haben wir nämlich beide Aktionen noch, um uns beide Statuen einmal anzugucken und aus Convenience Gründen fangen wir mit der 113 an, weil die näher an der jetzigen Zahl dran ist. Ah, nee, ist vollkommen egal, wie wir es machen. Dann gucken wir uns doch erst die kleinere an, weil das können wir hier über die Seiten jetzt erwischen. 85. Haben wir auch schon. Two bull's horns are carved into the stone above the pillar's double doors, which stand wide open, inviting. Mac places the hand on your shoulder. Careful, she says. The bull's horns are a symbol of Orpesh, god of Methans. Enter the pillar or leave.
Okay, wir gehen rein. Also wir gehen da jetzt einfach rein. Wir haben zwei gute Waffen. Unsere Leute sind alle fit. Wir gucken mal, was wir da drin finden. Wenn da die Gegner zu stark sind, machen wir uns einfach vom Acker. The door swings shut behind you, closing with a definitive crash. Torches burst to life along the walls, revealing a recessed arena that takes up the whole base of the pillar. You can just make out tiered balconies sitting in the gloom above you. The audience seats are empty, but the number of mutants wait for you at the bottom of the arena. They brandish their weapons with threatening sneers. You find an ancient arena and a group of mutants prepared for a fight. Haben wir Keyword Aua? Ich glaube nicht. Das bedeutet Option B. Nein, Option A. Find the mutants. The mutants let out a guttural war cry as you enter the arena. Weapons drawn. 1, 3, 5. Okay, das heißt, wir brauchen Monster 1. Mit einem Leerzeichen selbstverständlich. Haben wir ihn? Einmal Monster 3. Oder? 1, 3, 5, ja. Und einmal 5. So. Mischen das einmal durch. Das ist ein Mythen Brute. Der kommt mir bekannt vor. Ich glaube, so einen hatten wir schon mal direkt am Tutorial Start. Ein Mythen Slayer. Der ist neu. Und ein sehr gruseliges, dickes Ding. Ein Mythen Crusher. Der Kampf fällt in Kategorie Level 13, was bedeutet, dass das Ganze Medium ist. Okay. Dann schauen wir mal. Unsere Leute können alle mit vollem Schaden draufhauen. Sie haben alle kein End-of-Round-Ability. 665. Der hier haut aber tatsächlich ziemlich oder kann ziemlich böse zuhauen. Und wir haben auch nur ein Command-Token. Das ist vielleicht... Wir hätten nicht unbedingt vielleicht die Karte anlegen sollen in dem Fall. Das ist ärgerlich. Dann hätten wir nämlich jetzt noch die Möglichkeit, beziehungsweise... Ah. Wir müssen also jetzt quasi mit dem, was wir haben, einmal gut arbeiten. Aber wir können ja zumindest irgendwo schon mal instant einen Schaden machen. Was sich eventuell lohnt, wenn wir hier drüben auf die Arme werfen oder auf die Arme, dann können wir eventuell hier mit einem Hit einmal komplett durchsäbeln und dann ist der gar nicht mehr hier so stark, wie er ist. Oder wir machen erst die Kleinen weg. Aber das überlegen wir uns jetzt in Ruhe und dann steigen wir an dieser Stelle auch dann wieder ein im nächsten Part. Und dann schauen wir mal, wie gut wir diesen Kampf hier hinter uns bringen können. Dann, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau an der Stelle im Kampf mit den drei Mythens. Bis zum nächsten Mal.